Yo, was geht ab YouTube? Mein Name ist Sven und das geht's und herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Update-Video zu meinem aktuellen Level und zwar Level 100 habe ich jetzt erreicht nach einem Monat Break. Ich habe ja so circa einen Monat oder so nicht mehr wirklich COD gezockt, die Gameplays, die ich da mal hochgeladen habe. Wenn ich ein Video hochgeladen habe, das waren dann schon ältere Gameplays und ja, das letzte Gameplay, was aktuell ist, ist das Nuked Out Video. Und ich habe mir gedacht, mach's jetzt einfach mal eben so ein kleines Overview-Video. 39.000 Kills habe ich hier am Start. Eine 2.13er SN, eine 3.23er, was? Eine 2.13er KD und eine 3.23er SN, 458er PPM, geht alles momentan noch steigend nach oben. Gucken wir uns mal eben die Medals an. Habe ich hier 5 Nuklears, 12 Brutals und Stoppablitz und so, habe ich auch alles am Start. Und ja, gehen wir mal aufs Leaderboard, Gedöns hier, bin ich auf Platz 42.000, da war ich jetzt vor ein paar Tagen noch auf 79.000 oder so. Aber was soll man machen, wenn man ja auch so lange nicht zockt? 15.715 in Frei für alle. Das geht ja leider nach PPM und nicht nach Kills oder sonstiges. Finde ich eigentlich kacke, aber was soll ich machen? Bin ich zufrieden mit. Zocke ich ja momentan fast ausschließlich. Ah ne, hier waren wir schon. Genau, Public. Tödlichste Waffe, Vespa am Start. Natürlich die VMP auf dem zweiten Platz. Die habe ich jetzt letztens noch extra auf 6.000 gespielt. Und jetzt packe ich sie erstmal nicht an, weil momentan zocke ich nur noch die Vesper. Die Vesperino. Weevil natürlich auch am Start, auch noch eine richtig geile Waffe. Und ja, Spezialisten natürlich Kinetic Armor, die Battery hier schön in Gold. 330 Kills mit kinetischer Rüstung am Start. So, als zweites hätte ich dann hier den Skyte, also sprich Reaper, Sense, was auch immer, der Scythe mit 315 Kills. Und 133 Mal geused, dann kommt Purifier, Annihilator und dann halt noch so den ganzen anderen Scheiß, den kein Mensch benutzt. Und Scorestreaks habe ich natürlich die UAV ganz 2744 Mal benutzt, den Orbit 316 Mal schon genutzt, die Counter-UAV 380 Mal, den Wraith 164 Mal und tödlichste Streak natürlich der Wraith mit fast Wraith. Also hier, ne, Geist mit fast 500 Kills, 3,4, ne, 3,04 Kills pro Use natürlich. Alles easy peasy am Start. Semtex ganze sagenhafte 22, ne, 155 Mal habe ich das Ding benutzt. Also wahrscheinlich habe ich das am Anfang mal benutzt. Oh, eigentlich nie mehr. Frei für alle 740 Wins, 225er Winstreak und eine 4, also hier 34 Mal verkackt. 21,76er SN kann man auf jeden Fall stehen lassen. Domination und alles andere habe ich eigentlich ziemlich reingeschissen. Bin ich eigentlich überall auf. Ne gut, TDM bin ich fast bei einer 2er. Alles andere ist gerade mal so über 1 oder negativ. Ja, kann man lassen. Ja, was hätte ich noch zu zeigen? Ne, Scorestreaks. Spezialisten. Habe ich eigentlich so gut wie jeden auf Gold, außer den guten Herren hier, den Ruin. Da fehlt mir noch die 6 Kills mit dem Gedöns da. Hier Gravity Spikes. Ansonsten habe ich alle, außer halt Ruin. Spiele aber eigentlich am liebsten immer noch mit Battery und Kinetic Armor. Ist eigentlich so die Coolste vom Coolsten, so, ne? Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal einfach nur dieses kurze Video hier. Was natürlich jetzt demnächst auch kommen wird, weil ich ja jetzt momentan einen Nuke-Dort nach dem anderen raushaue. Ich habe jetzt mittlerweile schon 3 Stück, obwohl mir eigentlich einer reicht. Wird ein Nuke-Dort-Guide sein, wie man diese leicht erreichen kann oder besser erreichen kann. Tipps und Tricks, ihr kennt es ja von mir, das ist so das Übliche, was ich immer mache. Ich habe mir nur gedacht, wartet lieber mit den Nuke-Dort-Tipps und Tricks, bis du halt selber eine hast, weil wie kommt das denn, wenn du selber noch gar keinen hast, aber Tipps und Tricks gibst? Ist irgendwie scheiße. Auf jeden Fall, ich habe sie ja jetzt gepackt, also kann ich ja auch Tipps und Tricks geben. Ich bin jetzt vielleicht nicht der Beste, aber na, ihr wisst ja, wie es geht. Ihr wisst, wie es läuft. Und ja, ich sage dir an der Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und das letzte Video, meine Nuked Out, 64 Likes oder wie viel das waren? 64 Likes und 800 Aufrufe. Seid ihr behindert? Ohne Scheiß, das war echt krass. Also da habe ich mich echt einen abgefreut, habe ich mir einen abgefreut. Und ich hoffe mal, das bleibt mit den Aufrufen öfters so. Das freut mich nämlich. Das ist immer eine gute Rezension, was man dann so sieht. Die Leute gucken dann so deine Videos, weißt du, das ist ganz cool. Und vor allem die Likes, das hat mich extremst überwältigt, sage ich jetzt einfach mal, weil damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass das so gut ankommt. Auf jeden Fall, ja. Will ich nicht weiter labern. Ich sage dir an der Stelle, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.